Liebe Freunde von Lernas Lieblingen, liebe Kinder, heute habe ich wieder eine Geschichte von Erwin Moser aus seinen 88 fantastischen Gute-Nacht-Geschichten. Und zwar, weil jetzt im Augenblick draußen Frühling ist, da wächst alles Mögliche und was ist da ganz besonders lecker? Die Erdbeeren. Und deswegen gibt es jetzt die Geschichte von der Riesen-Erdbeere. Zwei Mäuse mit Namen Violetta und Graulinde entdeckten einmal in der Nähe ihrer Wohnhöhle einen verwahrlosten Garten. Ein paar uralte Obstbäume standen darin und der Boden war mit Unkraut überwuchert. Aber in einer Ecke des Gartens fanden sie eine Erdbeerpflanze, auf der eine riesige Erdbeere wohnte und wuchs. Die zwei Mäuse freuten sich über die Entdeckung, denn Erdbeeren waren ihre Lieblingsspeise. Schnell liefen sie nach Hause und holten ihren kleinen Handwagen. Auf dem Weg zurück kamen sie aber an einem Baum vorbei, auf dem drei Raben saßen. Die Raben sahen ihn neugierig nach. Im Garten angekommen, sagte die Maus Graulinde, hoffentlich bleiben die Raben nicht sitzen. Wenn sie uns mit der Erdbeere sehen, dann schnappen sie uns bestimmt weg. Die Mäuse schnitten die Riesenerdbeere ab und hoben sie mit großer Anstrengung auf ihren Wagen. Dann schauten sie durch die Zaunritzen zum Baum hinüber. Die Raben saßen immer noch auf dem Ast. Wahrscheinlich ahnen sie schon etwas, diese gierigen Vögel, sagte Violetta. Was machen wir jetzt? Graulinde wusste einen Ausweg. Im Garten hatte sie eine Insektengiftdose gesehen. Sie schälte das Giftetikett von der Dose, machte ein Fähnchen daraus und steckte es auf die Erdbeere. Und jetzt leg dich oben auf die Erdbeere und tu so, als ob du vergiftet wärst, sagte sie zu ihrer Freundin. Die Maus Violetta verstand sofort. Sie legte sich auf die Erdbeere und stellte sich tot. Und so fuhren die beiden Mäuse an den Raben vorbei. Und die dummen Raben ließen sich tatsächlich täuschen. Das Wasser lief ihnen zwar in den Schnäbeln zusammen, als sie die schöne Erdbeere sahen, aber sie wagten nicht, sie zu kosten. Die Maus Graulinde konnte sich das Lachen gerade noch verbeißen. So schnell sie konnte, zog sie den Handwagen zur Mäusehöhle, denn wer wusste, wie lange die Dummheit der Raben noch anhielt. Doch sie kam glücklich zu Hause an. Man muss wirklich ein sehr dummer Vogel sein, um auf so einen plumpen Trick hereinzufallen. Am Abend jedenfalls gab es einen großen Erdbeerschmaus im Wald, zu dem auch alle Waldmäuse eingeladen wurden. Guten Appetit auch beim Weiterlesen von fantastischen Gute-Nacht-Geschichten.